Heute mein Beitrag in Sachen BIM zur Frage, warum brauchen wir überhaupt neue Methoden? Ganz einfach. Bau wird komplizierter, spätestens seit der Einführung der NF und der verschärften Brandschutzvorschrift nach dem Brand am Düsseldorfer Flughafen. Wir wollen das Klima schützen durch die Energieeinsparverordnung. Das führt dazu, dass wir Fenster nicht mehr öffnen sollen, um keine Wärme zu verlieren. Das führt dazu, dass wir immer mehr Lüftungsanlagen bekommen, die große, dicke Rohre brauchen. Diese Rohre sind heute in der Decke, zum Beispiel in der abgehängten Decke, da wo bisher nur Elektro war. Es ist also immer mehr drin und es ist notwendig, genauer zu prüfen, mit Kollisionsprüfungen, passt das alles überhaupt da rein. Das sind Dinge, die im 2D eigentlich kaum mehr möglich sind. Die Anforderungen werden so groß, dass wir 3D brauchen und müssen tatsächlich schauen, in einer echten, mit einer VR-Brille zum Beispiel oder mit dem Begehen im 3D passt das rein. Oder unsere Software helfen uns dabei, das festzustellen. Das Gleiche ist beim Thema Brandschutz. Genau da, wo früher Leitungen verlaufen sind, wo früher Sicherungskästen und Zählerschränke waren, nämlich oft im Flur, bei Ihnen zu Hause oder in der Schule oder wo auch immer, genau da dürfen heute oft diese Anlagen nicht mehr rein. Gerade bei größeren Gebäuden, bei Schulen, bei Verwaltungsgebäuden sind diese Flure notwendige Flure. Genau da darf heute nichts mehr rein, was nicht unmittelbar für diesen Flur ist. Das macht es aber komplizierter, weil wir bei der Planung und bei der Ausführung ständig darauf aufpassen müssen, wo wir den Leitungen verlegen, ob wir jetzt genau mal eine Brandschutzwand queren, einen notwendigen Flur queren und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen, oder eben vermeiden, da durchzufahren. Das alles ist herkömmlich nicht mehr möglich. Da brauchen wir Automatismen, die uns unterstützen. Und ich bin überzeugt, auch wenn es kaum einer zugibt, in 2D schafft das kaum einer mehr. Die Ergebnisse des Berliner Flughafens und der Elbphilharmonie haben uns das ja in Deutschland deutlich gezeigt.